Kerajaan Kus terletak di utara Sudan saat ini. Khas adalah kata Mesir untuk Nubia dan juga merupakan sebutan diri dari Kerajaan Kus. Sejarah Kerajaan Kuno Kus dimulai pada akhir periode menengah ketiga dengan Hasenapatan. Sekitar 750 hingga 300 dan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Mesir. Raja-raja dimakamkan di nekropolis di sekitar Napata. Dari Tilu dan seterusnya, AC dimulai dengan relokasi pusat kekaisaran dari Napata ke Mir dan penguburan para penguasa di Mir. Budaya negara menunjukkan semakin banyak kesamaan dengan adat istiadat kulit hitam Arika. Dari sekitar Hiji dan seterusnya, transisi ke bahasa dan aksara Meroitik mereka sendiri mengikuti. Le royaume de Kouch était situé dans le nord de l'actuel Soudan. Kouch est le mot égyptien pour Nubie et est aussi l'autodésignation du royaume de Kouch. L'histoire de l'ancien royaume de Kouch a commencé à la fin de la troisième période intermédiaire avec la phase napata, environ 750 à 300 avant J.C. Était encore fortement influencé par les traditions égyptiennes. Les rois ont été enterrés dans la nécropole autour de Napata à partir de 300 Avenues Jésus-Christ. La phase méroïtique a commencé avec le déplacement du centre impérial de Napata à Mireux et l'enterrement des souverains à Mireux. La culture du pays a montré de plus en plus de similitudes avec les coutumes africaines noires à partir d'environ 150 Avenues Jésus-Christ. La transition vers leur propre langue et écriture méroïtique a suivi. En antiquité ou dans l'historiographie grecque antique le royaume de Couche est fondé. Le Royaume de Couche Great Kingdom of Africa Parker, John. Un aperçu essentiel des grands royaumes dans l'histoire africaine et leur héritage, écrit par des experts de renommée mondiale, de l'ancienne vallée du Nil aux savanes de l'Afrique de l'Ouest médiévale, les hautes terres d'Éthiopie et sur les forêts. Les lacs et les prairies au sud, les civilisations africaines ont donné naissance à certains des royaumes les plus impressionnants du monde. Pourtant, l'histoire de l'Afrique est souvent peu connue au-delà de la dévastation causée par la traite des esclaves et la domination coloniale européenne. Dans cette première pelletée de terre, nouveau livre, neuf historiens de premier plan de l'Afrique jetaient un regard neuf sur ces grands royaumes et empires plus de 5000 ans d'histoire enregistrées. Comment la royauté a-t-elle été forgée en Afrique et comment l'a-t-elle fait Il fonctionne? Le pouvoir dynastique était-il maintenu par consentement ou par la coercition? Les rois et les reines ont-ils fait, afficher et projeter ce pouvoir pour tous voir ou l'ont-ils caché, comme sous le ligne de fond du monde des couronnes frangées qui tachaient les Great Kingdoms of Africa. Explore certaines des questions les plus importantes du passé profond. Comme ailleurs dans le monde, la monarchie absolue en Afrique a été sur le déclin au cours des dernières années. Époque moderne. Pourtant la royauté continue de prospérer dans de nombreuses nations africaines actuelles. Préserver des idées profondément enracinées sur la culture, l'identité et le pouvoir sacré. Présentation de développement passionnant dans la compréhension de la manière dont les États et les sociétés ont interagi les uns avec les autres à travers le temps. Ce livre montre à quel point. ont façonné le cours de l'histoire africaine et continue de le faire de nos jours. Introduction. Roi, royauté et royaume dans l'histoire africaine John Parker. 1. L'Égypte et la Nubie ancienne, roi des inondations et roi de la pluie. David, un gros deux points huiles, les empires soudanais, l'or, les arts, le fleuve. Ormania Dressa Les Solomon, royaume chrétien d'Éthiopie. Aptimou Tejeni et Wendy Laura Belcher. Dans l'avenir dans notre pays, surtout dans la contrée de Congo, personne ne sera esclave. A l'époque, nos ancêtres, pour se procurer l'argent et la richesse, se livraient à l'achat d'esclaves pour transporter leurs biens aux fins de commerce. Avec l'argent gagné, ils se procuraient de transporteurs ou des esclaves. Mais, par une forte puissance, personne ne restera dans l'esclavage. Les esclaves regagneront leur terre d'origine et réintégreront leurs racines. L'Esprit Saint viendra pour libérer les esclaves. Vous avez compris que le mauvais esprit engendre le rancunier. Le rancunier engendra le méchant. Le méchant engendra le meurtrier. Le meurtrier enfantera la tristesse. Par contre, L'amour engendre la paix, la paix génère l'amitié, l'amitié entraîne la joie. Mais sachez, comme je viens de vous le dire, que l'homme de mauvaise pensée engendra le mensonge, le mensonge enfante le voleur, le voleur engendre le meurtrier, le meurtrier produit la souffrance, la tristesse, la haine et la fin du monde. Ainsi, Recherche l'amour qui est source de joie, de paix et d'allégresse, et aussi qui entraîne Westafrika vor dem Reich Ghana, eine frühe afrikanische mündlich überlieferte Geschichte. Ziel dieser Forschung ist es, einen Beitrag zum historischen Wissen über die Zeit vor der Gründung Ghanas zu leisten. Imperium, genannt Wagadu Du. die Quellen sind mündlich, obwohl einige Informationen aus Manuskripten stammen, von den wenigen Traditionalisten gehalten. Migration ist eine Quelle der Kultur, des Organisationssystems. Und ethnische Vermischung, Die wichtigsten sind Berber, Juden, Metis, Fulani und Schwarze. Vor der Gründung der Stadt Kumbi und des Königreichs Wagadu kam es zu Bevölkerungsbewegungen. Trug zur Entstehung der drei großen Städte Ami, Nima und Diabai. Drei Arten von politischen. In Westafrika sind Parteien entstanden. Dies sind die Bünde, die von schwarzen Stämmen südlich des Korn, Balin und Althotel, Anna und Hualia, Niger, Konföderationen, die von Berbern und Schwarzen gegründet wurden und schwarze Berber Königreiche. Spéter wurde das königreich wagadou gegründet das von diesen politischen formationen inspiriert war auf diesen Gebieten. untertitel von der amara.org community une histoire mouvementée les chercheurs de fortune les aventuriers les despotes et les voleurs qui ont les fortunes de l'afrique martin meredith s'est impitoyablement efforcé d'extraire de, de l'or diamants et autres trésors d'afrique et de ses habitants l'afrique a été convoitée pour ces riches ressources naturelles depuis l'époque des pharaons. Au cours des siècles passés, c'est l'attrait de l'or, de l'ivoire et des esclaves qui a attiré les aventuriers marchands et les conquérants. À l'époque moderne, l'attention se concentre sur le pétrole, les diamants et d'autres minéraux de terre rare. Dans ce vaste et vivant panorama de l'histoire, Martin Meredith suit les destins de l'Afrique sur une période de 5000 ans. Avec une narration captivante, il retrace l'ascension et la chute de les royaumes et empires anciens, la propagation du christianisme et de l'islam, la quête persistante pour l'or et d'autres richesses, les exploits des explorateurs et des missionnaires et l'impact de la colonisation. Das Reich von Ghana zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert, das erste mittelalterliche westafrikanische Reich. Von Hamadouba aus Tondi, das Ghana-Reich ist eine der ersten bekannten politischen Formationen in Westafrika. Ghana, das den Spitznamen Land des Goldes trägt, hatte eine herausragende Rolle in der Sahelzone und Savanne Westafrikas übernommen. Dieses Buch zeichnet die glorreiche Geschichte dieses glanzvollen mittelalterlichen afrikanischen Reiches nach, einschließlich seiner Ursprünge, seiner Expansion vom Königreich Wagabu zu einem riesigen Reich. Ghana, seine prosperierende Wirtschaft, seine politische Einheit, sein sozialer Zusammenhalt, sein kulturelles Flair und vor allem die wirtschaftlichen und kommerziellen Beziehungen mit dem muslimischen Osten und dem Mittelmeerraum. Kaiserreich Vagadu, wo? Teile des heutigen Mauretaniens, Senegals und Males, Zeitraum circa bei bis und 701.240 eigentlich Vagadu das sagenumwobene Kaiserreich von Ghana zählt zu den bedeutendsten des mittelalterlichen Westafrikas. Trotz einer begrenzten Wasserversorgung lebten zwischen 15.000 und 20.000 Menschen in dem Reich dass Gemeinschaften in der Saalzone mit Handelsplätzen im Mittelmeerraum miteinander verbunden hat. Eine der wechselnden Hauptstädte, Kumbisale, war seinerzeit die größte Stadt südlich der Sahara. Der erfolgreiche Handel mit Gold und Kolanus trug maßgeblich zum glorreichen Aufstieg des Königreichs von Ghana bei. Damals ahnte niemand, dass die Kolanus mal die geheime Zutat des bekanntesten Erfrischungsgetränks der Welt wird. L'empire Oisolo, également connu sous le nom d'empire Oisolo, d'empire mandingue, d'empire samorien ou d'État samorien, était un État ouest-africain de courte durée qui a existé de 1878 à 1898 environ, avec des dates variant d'une source à l'autre. Il s'étendait de ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de Malais et le haut avec la capitale Sandogo. Il s'est étendu plus au sud dans le nord de la Sierra Leone et à l'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. de sombrée! L'ancienne Teotihuacan, les débuts de l'urbanisme dans le centre du Mexique. Il s'agit du premier. Livre de langue sur la plus grande ville des Amériques avant les années 1400. Teotihuacan est un pays de l'UNESCO, site du patrimoine, situé dans les Hautes Terres du centre du Mexique, à environ 25 miles de Mexico, visité par des millions de touristes chaque année. Le livre commence avec Kikilko, un prédécesseur qui est apparu vers 400 av. J.-C. Puis retrace Teotihuacan de sa fondation vers 150 av. J.-C. Son effondrement vers 600 de notre ère. Il décrit les immenses pyramides de la ville et d'autres structures d'élite. Il traite également des habitations et de la vie quotidienne des roturiers, y compris les hommes, les femmes, les femmes et les enfants et les activités artisanales des artisans. George l. El Kogil discute de politique, l'économie, la technologie, l'art, la religion et les raisons possibles. L'ascension et la chute de Teotihuacan. Bien avant les Aztèques et à Landschaft kulturelle Verbindung zu Und das Händlervolk ermöglicht es Archäologen, seine Entwicklung zu rekonstruieren. Dieses Buch erzählt die Geschichte einer afrikanischen Zivilisation, die vor mehr als 1000 Jahren begann. Mit Illustrationen und es wird von Spezialisten für Besucher der südafrikanischen sherwood weltkultur Mapungubwe, civilisation sur le Limpopo, un livre illustré sur un vieux de 1001 -en, entre 900 et 1300 à C. -D. Le bassin de chaque dans la province de Limpopo a été témoin le développement d'une civilisation ancienne. Comme toutes les civilisations, il se composait d'une organisation sociale complexe soutenue par l'agriculture intensive et le commerce à longue distance. Le paysage culturel de Mapungubwe, comme on l'appelle aujourd'hui, a été le précurseur de la célèbre Ville du Grand Zimbabwe, située à environ 200 km au nord, et ça. Le lien avec le grand Zimbabwe et le peuple, Vanda, permet aux archéologues de reconstituer son évolution. Ce livre, généreusement illustré, raconte l'histoire d'une civilisation africaine qui a commencé il y a plus de p... Il y a un zéro point sur dernière. Il s'agit du premier d'une série de livres accessibles écrits par des spécialistes. Visiteur des Sites du Patrimoine Mondial de l'Afrique du Sud, Bay. Ein Livre illustré sur un vieux de 1 Das Königreich Muin Mutapa, auch bekannt als Mano Mutapa, existierte im südlichen Afrika zwischen dem Sambesi und Limpopo seit über 100 Jahren. Muin Mutapa blühte unter seinen Königen auf durch strukturierte Regierungssysteme und den Handel über den indischen Ozean hinweg. Es wird angenommen, dass die Menschen. Von Muin Mutapa entdeckte das gesamte Gold im heutigen Simbabwe und entwickelte Bergbautechniken. Muin Mutapa begann aus vielen Gründen zu fallen, unter anderem durch Konflikte, die durch verschiedene Gruppen die Rechte auf den Thron beanspruchen das Eindringen portugiesischer Händler und Drohungen aus einem neuen wachsenden Bundesstaat südwestlich von Muin Mutapa. Die Geschichte von Mutapa ist wichtig, weil es ein Beispiel für einen wohlhabenden und organisierten Staat im südlichen Afrika ist, der vor dem Aufkommen der europäischen Händler Geschichte Äthiopiens, ein fesselnder Leitfaden zur äthiopischen Geschichte. Die italienische Invasion in Äthiopien, ein fesselnder Leitfaden zum Mussolinis-Krieg in Abessinien. Äthiopien hat eine lange Geschichte. Es kann sich einer der am längsten bestehenden Zivilisationen der Welt rühmen. Sogar die Ursprünge der Menschheit lassen sich auf Äthiopien zurückführen. Äthiopische Königreiche reichen bis in die Zeit der Bibel zurück. Und Erwähnungen äthiopischer Monarchen finden sich überall in den historischen Aufzeichnungen. Äthiopiens Ursprung und die legendäre Königin von Saba, Das Axomitische Reich und die Annahme des Christentums Äthiopiens Salomonische Linie, König Salomon bis Heile Selassie Die kurze Unterbrechung der Zagwe-Dynastie Die kurze Unterbrechung Les empereurs éthiopiens et comment ils ont gouverné la prise de pouvoir communiste de l'Éthiopie. L'Éthiopie moderne, bien que les Éthiopiens aient vaincu les Italiens à la bataille d'Adoua en 1898 avec leurs propres armes. La situation semblait presque insurmontable quand, en 1935, les divisions blindées italiennes commencèrent à sortir de l'Érythrée sous contrôle italien. Ce n'était pas l'année 1898 où les Italiens étaient mal équipés et mal conseillés dans leurs entreprises. Les Italiens s'étaient assurés d'avoir le dessus. Ils avaient les meilleurs chars et les meilleurs avions qu'ils pouvaient obtenir. Le contexte géopolitique avant l'invasion. Comment l'invasion a été planifiée et ce qu'elle a impliqué. Le rôle international de la Société des Nations. Les principales batailles de la Guerre italo L'exil de et comment il a continué à prendre position Das Reich von Ghana brach Mitte des 12. Jahrhunderts. Jahrhunderts zusammen, ein Jahrhundert später entstand das Reich von Mali. Diese Zeit wird von Historikern als dunkles Jahrhundert bezeichnet. Was geschah in diesem Jahrhundert? Juba Batali, ein malischer Historiker, geht den Geheimnissen der mündlichen Überlieferungen auf den Grund. Nach seiner Veröffentlichung über die Zeit vor dem Ghana-Reich und seiner zweiten Veröffentlichung über das Ghana-Reich enthüllt der Forscher nun die Situation im Sahel-Sudan, am Vorabend des Mali-Reiches, das dunkle Jahrhundert. Zeit zwischen den Reichen von Ghana und Mali-Broche, 19. Ist April 2023, Edition N. Alemand de Autor. In Nubien sind mehr Pyramiden erhalten als in Ägypten, doch die sagenhaft reichen schwarzen Könige und ihre Inschriften geben bis heute Rätsel auf. Francis Breyer, einer der wenigen Experten weltweit, die an der Entschlüsselung des Meroitischen Arbeiten, bietet einen faszinierenden Überblick über die Kulturen und Reiche südlich des alten Ägypten, die bis heute zu Unrecht im Schatten des nördlichen Nachbarn stehen. Schaut man auf Karten des alten Ägypten, könnte man meinen, südlich des ersten Nilkatarakts sei die Welt oder zumindest die Kultur zu Ende gewesen. Die Ägypter selbst haben versucht, diesen Eindruck zu erwecken. Dabei gab es dort blühende Reiche, deren Könige als schwarze Pharaonen zeitweise auch in Ägypten herrschten. Francis Breyer beschreibt die Geschichte der nubischen Kulturen von den ersten Gemeinwesen. Im fünften Er erzählt über die kuschitischen Reiche mit ihren Metropolen Kerma, Napat. Dieses Buch wurde in der gesamten Menschheitsgeschichte als wichtig erachtet und damit dieses Werk nie in Vergessenheit gerät. Haben wir uns um seine Erhaltung bemüht, indem wir es in einem modernen Format für die gegenwärtige und zukünftige Generation neu aufgelegt haben. Das gesamte Buch wurde neu formatiert, neu getippt und gestaltet. Diese Bücher bestehen nicht aus gescannten Kopien, und daher ist der Text klar und lesbar. Das alte Ägypten-Taschenbuch, Seitenanzahl 208, Autor Arthur Gilman, George Rawlinson, Titel Altes Ägypten, Ispen 13, 9.709.80.355,34613. Leo Frobenius war EIN Deutscher Ethnologe. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Wir alle wissen, Afrika ist nicht gleich Afrika. Der Kontinent besteht aus 55 Ländern und jedes einzelne von ihnen hat seine eigene Kultur, seine eigene Gesellschaft und seine eigene Geschichte. Trotzdem holt der Kunsthistoriker Peter Probst im neuen Buch zum Rundumschlag aus, er fragt, was ist afrikanische Kunst und präsentiert eine kurze Geschichte. Ingo Aran stellt das Buch vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Titel verspricht umfassende Aufklärung über die sogenannte afrikanische Kunst. Um was geht es dem Autor? Ja, man nimmt vielleicht, Frau Welte, dieses Buch in die Hand mit der Erwartung, dass an einem nur ein für alle Mal erklärt wird, was die afrikanische Kunst ist, wie sie entstand, wann sie entstand, welche stilistischen Merkmale sie hat. Und das ist eigentlich genau die Erwartung, die Peter. Probst, ein in Deutschland geborener und an der Bostoner Tafts Universität lehrender Wissenschaftler, ähm, enttäuschen will. Er spricht gleich zu Beginn seiner Studie von dem fragwürdigen, signifikanten Afrika. Das zielt auf diese unbenennbare Vielfalt, von der Sie gerade gesprochen haben. Und wenn er von Kunst spricht, dann meint ähm, Probst nicht in erster Linie ästhetische Objekte, sondern soziale Objekte. Was meint er damit? Er sagt, Kunst kann eigentlich nur aus den sozialhistorischen Bedingungen und aus dem Gespräch über die Kunst, aus den diskursiven Verflechtungen der Zeit äh, verstanden werden. Und wenn Sie so wollen, erinnert mich so ein bisschen an die große Studie von Pierre Bourdieu, der mit einer ähnlichen Anlage mal den Erfolg des Malers Eduard Manet versucht hat zu erklären. Also wenn Sie so wollen, ist dieses Buch eigentlich eher eine Begriffsgeschichte. Wie geht Probst denn vor? Entwickelt er eine Chronologie? Definiert er Kriterien? Stellt er die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler vor? Ähm, es ist schon einigermaßen chronologisch, er entwickelt das in so drei großen Hauptkapiteln, ausgehend vom ähm, Kolonialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts über die Nachkriegszeit und die 1980er Jahre bis zur postkolonialen Gegenwart von heute. Und um diese Spanne mal so an zwei Namen festzumachen. Am Beginn des Buches steht ein deutscher Ethnologen namens Leo Frobenius, der 1910 nach Lagos in Nigeria kam, um dort in Afrika Artefakte für die deutschen ethnologischen Museen einzusammeln. Und am Ende des Buches. Ähm, hier steht ein Mann wie Okwu Invesor, ebenfalls in Nigeria äh, geborener Kunstwissenschaftler und Kurator, einer der wichtigsten Wortführer der postkolonialen Ästhetik und 2002 Chef der Weltkunstausstellung Documenta 11. Und bei dieser ganzen Entwicklung zeigt sich dieser Begriff afrikanische Kunst, das ist eine Projektion von außen auf mhm. den Kontinent Afrika, von westlichen Raubrittern, von Philanthropen von Akademikerinnen, die die sozusagen geprägt haben. Und er entstand in Museen außerhalb des Schwarzen Kontinents, im British Museum in London, im Ethnologischen Museum in Berlin. Die haben sich ja einen heftigen Wettkampf um die Benin-Bronzen geliefert, die die Briten geraubt hatten. Er, dieser Begriff entstand 1935 in einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York eine Ausstellung mit dem heute problematischen Titel African Negro Art. Er entstand 1948 an der Universität von Illinois, als die afrikanische Kunstgeschichte sozusagen als Abfallprodukt eines Zentrums für African Studies entstand. Und er entstand auch 1957 in New York, als der amerikanische Milliardär John D. Rockefeller äh, ein Museum of Primitive Art in New York aus der Taufe hob, das 20 Jahre später im Metropolitan Museum aufging. Es gab also immer diese westliche Übermacht bei der Bildung des Begriffs und Probst schreibt, es war immer Forschung über Afrika, nicht mit Afrika. Kann man denn sagen, dass es heute so etwas gibt wie eine angemessene Anerkennung von afrikanischer Kunst von afrikanischen Kunstschaffenden? Ja, das kann man schon sagen. Vor allen Dingen, weil ja im heutigen Kunstbetrieb ähm, Schwarzkünstler oder Künstler mit Bezug zu Schwarzafrika quasi Stars sind. Aber dieser Weg war natürlich ein sehr weiter Weg. Also dieser Zusatz. Das Primitive in diesem Titel des New Yorker Museums, das ich gerade genannt habe, zeigt das ja. Und ganz zu Beginn der Forschung galten diese Artefakte, um die es da ging. Meistens wurde darunter ja immer nur Kultobjekte verstanden. Die galten als Belege für den irrationalen Fetischismus oder die vorzivilisatorische Wildheit Afrikas. Sie waren auch immer Ausdruck anonymer Stammeskunst und nie etwa die Werke individueller Künstlerinnen, Persönlichkeiten. Und das hat dann auch nochmal ewig gedauert, bis man ähm, dann ähm, die Künstler darunter unter dem Begriff afrikanische Kunst subsumierte, die gar nicht mehr in Afrika lebten, sondern in der Diaspora, die nur, nur noch mittelbaren Bezug zu Schwarzer Afrika hatten. Sagen wir, wie ein Mann wie Chris Ofili aus Großbritannien oder die amerikanische Künstlerin Kara Walker. Ist das denn jetzt ein wissenschaftliches Werk für die entsprechende Community oder kann davon auch das allgemeine Publikum profitieren? Ich will erstmal ganz als großes Lob vorweg sagen: Das ist erstmal ein ganz ausgezeichnetes Buch, das aus meiner Sicht das Zeug zum Standardwerk hat. Ich habe noch kein anderes Buch gelesen, obwohl ich jetzt auch nicht der Experte für afrikanische Kunst bin, das so kenntnisreich, präzise das Verzweigt, die verzweigte globale Diskursgeschichte nachzeichnen und dabei eben auch noch Verständnis besonders lesbar und verständlich geschrieben ist. Und wenn heute so über Reizthemen wie Raubkunst und Restitution geredet wird, dann sind ja oft sehr kurzschlüssige Formeln im Spiel und auch politisch motivierte Formeln. Und den würde man diesen Diskutanten, die würde man doch empfehlen, dieses Buch erst einmal zu lesen, weil es dieser Diskussion überhaupt erst die wissenschaftliche Grundlage gibt und wo man eben sehen kann, dass der Diskurs den Gegenstand überhaupt erst eigentlich konstituiert. Also aus Meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Buch, ähm, dem man sehr, sehr viele Leserinnen wünscht. Ingo Arendt über Peter Probst und Was ist afrikanische Kunst? Eine kurze Geschichte. Die Übersetzung von Uwe Hebekus ist mit knapp 340 Seiten für 34 Euro bei Konstanz University Press erschienen. The discussion about African art is a contested terrain. Demands for the return of cultural assets and a review of previous collecting practices have also reached Germany with the opening of the Humboldt Forum. Western interpretations stand in contrast to African artists, scholars, and curators who represent their own idea of African art. Peter Probst asks, what do we mean when we talk about African art? Through the historical analysis of this question, it becomes clear that African art is a constructed concept that reflects social tensions and changes. The book examines three key phases in relation to this topic Globalisierung and Migration. Die Zukunft ist nicht weiß. Der lange Abschied von der weißen Herrschaft. Punkt, Was bedeutet es, Deutscher zu sein? Was bedeutet es, Europäer zu sein, in einer Zeit, in der die Weltordnung immer weniger vom Westen und von einer weißen Minderheit bestimmt wird? Die Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft und des globalen Wandels haben ein gemeinsames Gesicht. Europa steht vor dem Statusverlust. Das Ende der weißen Herrschaft bedeutet, dass der Westen seine Definitionen von Fortschritt nicht länger anderen aufzwingen kann. Entwicklung? Oder Feminismus, Anteuna, Auf das Leben in der Pluralität muss das Denken in der Pluralität folgen. die Rechten machen sich die Ängste zunutze, die in dieser Phase des Wandels aufkommen. Aber uns zu verändern, wird befreiend sein. Wir befinden uns an einem Wendepunkt in unserer Zeit. In unserer Zeit. Dieses Buch ermutigt uns, uns in der Welt neu zu positionieren. Ein sehr persönliches Plädoyer gegen Angst und Abschottung von der Journalistin, die viel gereist ist. Charlotte Wittmann ist sicher.